Barbie-Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Ich will meine Buntstifte. Was für ein herrlicher Abend. Mal sehen, was die Prinzessin macht. Du bist schön. Und du bist auch schön. Und du bist ganz schön. Prinzessin, was tust du da? Ich habe neue Buntstifte. Willst du sie mal sehen? Oh, die sind aber wirklich schön. Die machen mich glücklich. Ach ja? Und warum? Es sind alle Farben, die es auf der Welt gibt. Und sie sind ganz neu und glänzen so toll. Und jede hat ein kleines Bettchen. Und da kann ich sie abends reinlegen und ihnen immer gute Nacht sagen. Und ich kann sie immer anders sortieren. Heute Morgen habe ich sie nach den Regenbogenfarben sortiert. So. Und dann nach meinen Lieblingsfarben. Und du kommst dahin. Das ist gut. Und ich kann sie sogar nach ihrem Geruch sortieren. Hier, riech mal. Bäh. Und was malst du damit? Malen? Mit denen will ich gar nicht malen. Dafür benutze ich meine alten Buntstifte. Prinzessin! Du musst baden. Ich muss jetzt gehen. Die Buntstifte kommen nicht mit rein. Hä? Im Badezimmer wird nur gebadet. Oh, ich. Aber... Und man badet, um sich zu waschen. Ich kann ja für dich auf sie aufpassen. Siehst du? Denen passiert nichts. Also rein mit dir. Aber... Wer sich leisten kann, ne? Prinzessin! Ich will zu meinen Buntstiften! Ich will jetzt meine Buntstifte wieder haben, Papa. Oh, fertig gebadet, Püppchen? Ja, sind alle noch heil? Natürlich sind sie das. Da fehlt einer. Oh, vielleicht hat ihn jemand ausgeliehen. Nein, der hätte mich bestimmt vorher gefragt. Oh, vielleicht ist er runtergefallen. Sehen wir mal nach. Jemand hat ihn gestohlen. Nein, es würde dir doch niemand einen... Du passt auf sie auf und ich such den anderen. Hallo, Prinzessin. Ich hab jetzt keine Zeit. Jemand hat mir meinen Buntstift geklaut. Dein Buntstift? Buntstift, wo bist du? Oh, ah. Heute gibt's Törtchen. Hallo, Gärtner. Wie geht's den Bohnen? Oh, die wachsen prächtig und ich hab... Oh. So, was brauche ich noch? Mehl? Zucker? Hast du meinen Buntstift genommen? Was? Oh, nein. Ach, Prinzessinnen! Also, das ist doch kein Benehmen! Oh, ein grunzendes Tier, das mit S anfängt. Mit S. Ist das mein Buntstift? Schätzchen? Nein, das ist nicht meiner. Oh. Ach.
Ich habe nicht geschlafen. Ich habe überall geschaut. Nein! Wer hat sie genommen? Niemand. Papa, bist du wieder eingeschlafen? Naja, ich... Im Schloss gibt es einen Buntstifträuber, Papa. Aber Püppchen... Diesmal musst du wirklich auf sie aufpassen. Und ja, nicht mehr einschlafen. Nicht einschlafen. Ich muss den Buntstifträuber finden. Das müsste genügen. Bist du der Buntstifträuber? Der Buntstifträuber? Mein Buntstift! Oh. Nein, das ist nicht meiner. Sowas, sowas, sowas. Behandelt man so seine Freunde? Nein, du hast meine Buntstifte nicht. Prinzessin, was ist denn los? Ich suche den Buntstifträuber. Warte mal, hast du sie genommen? Nein, habe ich nicht. Bist du sicher? Ja, das bin ich. Aber wer war es dann? Also sowas. Sie sind weg. Jemand hat mir 5 Buntstifte gestohlen, Papa. Jetzt sind alle weg. Ich will meine Buntstifte! Was ist denn passiert? Prinzessin! Wo ist hier eine Meuterei? Was soll das Geschrei? Was ist los? Irgendjemand hat all meine Buntstifte gestohlen. Schaut! Wer war es? Warst du das? Meine Antwort ist no. Dann warst du es. Nein, ich war's nicht. Du? Ich bin doch kein Dieb. Du? Ein Admiral tut sowas nicht. Du? Käme mir nie in den Sinn. Wie kannst du sowas Schreckliches denken? Oh je. Oh. Ach, spielen wir ein Spiel? Hoffentlich habe ich noch nichts verpasst. Hast du meine Buntstifte gestohlen? Natürlich nicht. Hast du doch? Was? Nein, nein, das habe ich nicht. Und was ist dann das da? Das sind meine Buntstifte. Nein, du bist der Buntstifträuber. Ich bin kein Dieb, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Hüppchen, sind das deine? Ja! Die sind unter den anderen Sessel gerollt. Dankeschön, Papa. Oh. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Schon gut, General. Sie wollte es mir nicht glauben. Hallo, Rosa. Hallo, Blau. Also kein Buntstifträuber? Nein. Ein Buntstifträuber wäre auch jemand, der ganz, ganz böse ist. Das hast du jemandem hier zugetraut? Nein, das sind ja meine Freunde. Solltest du ihnen dann nicht etwas sagen? Na los. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß, ihr würdet meine Buntstifte nicht stehlen. Ich hätte sowas nicht sagen sollen. Oh, wir verzeihen dir. Na ja, das kann ja mal vorkommen. Dann ist ja alles wieder gut. Schätzchen. Hast du da nicht jemanden vergessen? Den General! Oh. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Wollen wir jetzt zusammen mit meinen Buntstiften spielen? Oh, ja, das würde ich sehr gern. Du darfst zuerst. Aber deine Buntstifte, die sind doch so toll. Nicht so toll wie meine Freunde. Na los, versuch's mal. Ui. Oh. Hurra! Du hast fast alle erwischt.
Möchte es noch jemand versuchen? Ja. Ich will auch. Ich will. Zuerst kommt die Prinzessin dran. Los, Prinzessin, zeig, was du kannst. Ja, pass auf meine Töpfchen auf! Die Standuhr! Oh, treff was auf die Vase auf! Alle Leute! Schiff versenkt! Wir mal. Aha, so ein Mordsding. Was für ein herrlicher Tag. Mal sehen, was die Prinzessin macht. Ach, wie schön. Du pflückst Äpfel. Nein, tue ich nicht. Der Hüpfball ist da oben. Oh je. Und ich bin nicht groß genug, um da hinzukommen. Prinzessin, Essen ist fertig. Ui, lecker. Heute gibt es Kartoffelbrei mit Tomatensauce. Aber was ist mit dem Hüpfball? Oh, der kann sich ja einen Apfel nehmen, wenn er Hunger hat. Jetzt bin ich dran. Sie haben das letzte Mal gezählt. Jetzt ist der Admiral dran. Noch 20 Wegstrecken. Ankerlichter. Nein, Admiral, wir spielen doch Verstecken. Schon vergessen? Sie zählen bis 100 und dann müssen Entschuldigung, Sie bitte. Oh, Verzeihung, Prinzessin. Hab dich da unten gar nicht gesehen. Ja, du bist auch ein bisschen klein. Lust mit uns Verstecken zu spielen, Prinzessin? Nein, danke. Ich will jetzt meinen Kartoffelbrei essen. Oh. Aber ihr müsst mich vorbeilassen. Oh, natürlich. Verzeihung, Prinzessin. Ja, aber du hast dich sehr gut versteckt. Eins, zwei, Tintenfisch, vier... Ja, nicht schummeln. Acht, Krake. Gut gemacht, Prinzessin. Ich hol mir das leckere Tomatenketchup. Oh. Oh je. Das ist ganz schön weit oben, stimmt's? Hallo, Püppchen. Ich bin für alles zu klein, Papa. Keine Sorge, Püppchen. Du wächst schon noch. Bei meinem fantastischen Essen wird die kleine Prinzessin sicher ganz groß und stark. Oh. Et voilà. Eure Majestät. Noch mehr, bitte. Oh. Aber gern, Prinzessin. Meinst du, das schaffst du, Püppchen? Ja, noch mehr, bitte. Noch mehr? Oh, ausgezeichnet, Prinzessin. Ich will mehr. 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 Und jetzt noch ein bisschen mehr, bitte. Und jetzt werde ich ganz schnell groß. Und was sollen wir essen? Es gibt ja noch Nachspeise. 27, 26, 29, 100! Achtung, ihr Landratten, ich komme! Geh
Geht's dir nicht gut, Prinzessin? Ich mag keinen Kartoffelbrei mehr. War das ein bisschen zu viel? Mhm. Was hängt da an der Wand, Prinzessin? Meine Messlatte. Siehst du, gestern war ich so groß. Meinst du bist gewachsen? Natürlich. Ich hab ja ganz viel gegessen. Oh. Du scheinst dieselbe Größe wie gestern zu haben. Das darf aber nicht sein. So, jetzt bist du auch wieder glücklich. Deine Pflanze ist ja größer als ich. Aber anfangs war sie noch ganz klein. Warum wäschst du sie? Ich wasche sie doch nicht. Pflanzen brauchen Wasser, um zu wachsen. Ach so. Oh. Ach so. Was machst du da, Prinzessin? Ich will doch endlich groß sein. Das müsste reichen. Oh. Also, wie viel bist du gewachsen? Überhaupt nicht. Ach, schade. Und meine Haut ist jetzt ganz schrumpelig. Schrumpelig. Und der Hüpfball ist immer noch da oben. Oh je. Ahoi, Matrosen. Wo seid ihr, ihr Halunken? So ein Mordsding. Oh, ist alles in Ordnung, Prinzessin? Nein, sogar das ist fast so groß wie ich. Das liegt daran, dass ich sie in Kompost anpflanze. In Kompost? Das hilft immer. Das stinkt aber ziemlich. Prinzessin, was machst du denn da? Na, ich will doch wachsen. Aber du stehst in Kompost. Das hilft immer. Was ist denn Kompost? Also das sind Kartoffelschalen und faulige Kohlblätter und stinkende Eierschalen, madige Obstreste und modrige Blätter und Kaka. Kaka? Wehe, das hilft nicht. Bin. So, überhaupt nicht? Oh je. Und ich rieche wie mein Töpfchen. Ach, ich will aber endlich groß sein. Groß, groß, groß. Ja, aber nicht schummeln, Prinzessin. Schummeln? Das ist eine gute Idee. So, das ist besser. Hallo, Püppchen. Ich bin Großpapa. Ich bin schon gewachsen. Bin gewachsen. Bin gewachsen. Oh je. So. Ach. Mal sehen, wie groß du bist, Püppchen. Ärger dich nicht. Du bist mein kleines Püppchen, egal wie groß du bist. Irgendwann bin ich mal ganz groß. Oh! Sehr, sehr groß. Prinzessin, du bist ganz schön hoch oben. Ich weiß. Jetzt komme ich an den Hüpfball ran. Das ist ja toll. Spielst du jetzt mit deinem Hüpfball? Nein. Hier oben bin ich groß und ich gehe nie mehr runter. Nie mehr.
Sabalot, wo haben die sich versteckt? Ich helfe dir. Premierminister, wir haben dich gefunden. Oh, ärgerlich. General, ich weiß, wo du bist. So was Dummes. Gewonnen. Danke, Schiffskamerad. Und noch einer. Großartig. Fertig? Los! Groß sein ist toll! Prinzessin, deine Tante ist gerade angekommen und dein kleiner Cousin ist auch da. Oh. Was ist denn? Kommst du nicht runter zum Spielen? Nein, dann bin ich ja nicht mehr groß. Oh, aber sei so lieb und pass mal kurz auf ihn auf. Das kann er noch nicht. Auf den Hüpfer kommt er gar nicht drauf. Er ist noch nicht groß genug. Aber ich, stimmt's? Ich bin groß genug. Hui! Ich helf dir. So, du bist noch viel zu klein, aber irgendwann bist du bestimmt auch so groß wie ich. Ein Komposthaufen hilft immer.